vorne der anspruchsvollen Unterhaltungsmusik. Die Geschichte des deutschen Schlagers ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Wenn man sagt, ja, ich mache Schlager, denken alle an Hossa oder Disco Fox oder sowas. Aber dass der deutsche Schlager viel mehr zu bieten hat, viel mehr zu bieten hatte, weil seit den 90ern kommt ja wirklich, wirklich nur noch Müll. Das möchten wir euch hier heute Abend präsentieren. Unser Programm ist voll mit irgendwelchen B-Seiten, die irgendwelche großartigen Künstler mal gemacht haben, die man einfach nicht auf der Pfanne hat. Weiter geht's mit einer großartigen Nummer von Vicky Leandros aus dem Jahr 1973, die ich auf einer LP meiner Mutti gefunden habe, die da heißt Meine Träume, meine Freunde sind die Träume. Der nächste Song heißt Dein Brief. Gestern Morgen kam dein Brief, ein paar Zeilen krumm und schief, und da stand nur: Verzeih mir, was geschah. Morgen bin ich wieder da. Oh, wie war ich